Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Sonntagsvideo von mir. Ich habe ein Produkt entdeckt, was ich gerne heute mit euch ausprobieren möchte. Ich habe es mir in einem Laden angesehen, aber habe nicht die richtige Farbe bekommen. Und ich habe mir hier dieses nette, schöne Oberteil gekauft, was so richtig bäm knallt. Und habe dann entdeckt, dass es das Produkt dort auch zu bestellen gab. Um welches Produkt es sich da handelt, das habt ihr wahrscheinlich schon in meinem Thumbnail gesehen. Aber ich möchte es euch heute gerne vorstellen, ausprobieren, testen, wie es ist. Vielleicht kennt ihr es auch schon. Und zwar, es ist das NYX Sculpt and Highlight Face Duo. In der Farbe, gucken wir, ob ich es reinkriege, Taupe Ivory. Die Farbe war nämlich ausverkauft, es waren nur noch dunklere Farben in diesem NYX-Laden, jetzt kann ich es ja verraten. Und da habe ich mir gedacht, guckst du mal, wo du es woanders bekommst. Soweit ich weiß, gibt es dieses Produkt noch nicht in der Drogerie, aber vielleicht kommt das da ja bald rein. Und wenn das Teil toll ist, was ich ja jetzt noch nicht weiß, dann wäre ich froh, wenn ich das da nachkaufen könnte. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch hier dieses super knallige Sommeroberteil gekauft und zwar bei Zalando. Und da habe ich auch hier dieses NYX-Produkt gekauft, weil es da nämlich auch Beauty-Produkte gibt. Und wenn ihr eins meiner anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich da schon des Öfteren auch mal Beauty-Produkte bestellt habe. Also da müsst ihr da vielleicht mal gucken. Dieses Produkt kostet, ich glaube, 10,95 €, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und die Verpackung hiervon, die sieht erstmal spektakulär aus, aber wir kommen jetzt dazu, das Ganze auszuprobieren. Also wenn euch das Produkt interessiert, auf meinem Gesicht Ü45, dann bleibt jetzt einfach dran und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mein Gesicht schon ein bisschen vorpräpariert, weil ich ja nur das hier eigentlich heute ausprobieren möchte. Und zwar habe ich meine Augenbrauen gemacht. Das habe ich hier mit der Maybelline Tattoo Brow Pomade in Ash Brown gemacht. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Ich habe es jetzt so gelernt, dass ich die einigermaßen vernünftig verteilen kann, ohne dass es zu balkig oder plakativ aussieht. Habe dann auch ein Make-up aufgetragen und zwar meine Clinique Even Better Refresh Foundation. Und ich habe auch so ein bisschen den Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter aufgetragen. Ja, ich denke mal, mein Gesicht sieht einigermaßen ebenmäßig aus. Und ja, jetzt fange ich mal an und packe das Ding aus. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur im Laden mal an einem Tester geswatcht und fand das eigentlich ganz toll und war eigentlich enttäuscht, dass ich das da nicht vor Ort kaufen konnte. Aber wie das so ist, man ist ja dann ungeduldig. So, jetzt kriege ich das nicht hier. Guckt euch das wieder an. Also in dem Paket sieht das Ganze so aus. Rein theoretisch würden da 4 Stück reinpassen. Ist wieder, naja. Also, ich hole es mal raus. Erstmal zur Erklärung, was kann ich hiermit machen? Ich kann damit konturieren und highlighten, denn es ist ein Duo-Stift. Hinten das Konturierprodukt und vorne Highlighter. Ja, steht auch drauf Highlight, Akzent und Kontur hier unten. Ich probiere mal das Ganze mal miteinander aus, denn ich habe es noch nicht auf dem Gesicht ausprobiert, sondern nur auf der Hand geswatcht. Und das mache ich jetzt hiermit auch nochmal. Also ich habe die Farbe Taupe Ivory gewählt. Das ist das hellste. Und es ist ja hier so ein Duo. Also ihr seht es schon. Wie ein Concealer im Prinzip. Hier ist so ein kleiner Applikator. Und dann machen wir da von dem hellen jetzt mal was auf die Hand. Und wenn ich das hier so verstreiche, ich hoffe, ich kann das gut zeigen. Also das ist so ein bisschen ein flüssig-geliges Produkt. Und so hell ist das. Und daneben mache ich jetzt mal das andere, diesen taubfarbenen Ton. Ich glaube, der sieht sehr dunkel aus. Den machen wir jetzt mal hier daneben. Also es ist sehr flüssig und sieht fast aus wie so ein Lipplack. Das wären die beiden Farben. Jetzt verblende ich das, dann kann ich euch das zeigen. Also das wäre jetzt dieser helle Highlight-Ton. Aber Schimmer oder sowas kann ich jetzt hier nicht erkennen. Es ist eher wie ein Concealer. Und hier ist das Konturprodukt. Und ja, das ist sehr aschig, wie ihr sehen könnt. Und das gefällt mir ja. Ich mag es ja nicht, wenn es so rot ist. Deswegen wollte ich die Farbe, weil alle anderen sind mir eigentlich zu rötlich. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt so im Gesicht sich verhält und wie sich das auftragen lässt und verarbeiten lässt. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Ich versuche es mal drauf zu kriegen. Das ist jetzt auch schon gut angetrocknet.
Ähnlich wie bei dem NYX CanStub Won't Stop Concealer. Also ich hoffe, ich muss da jetzt nicht so viel Zeit drauf verwenden, das zu verblenden. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich erstmal einen Teil machen und dann den anderen, weil ich Angst habe, dass das Ganze jetzt dann schon eintrocknet und dann kann man es wahrscheinlich schlechter verblenden. Also ich probiere es jetzt einfach mal mit euch aus. Nehme jetzt erstmal hier diesen helleren Ton und gebe mir den hier ein bisschen dahin, wo ich es aufgehellt haben möchte. So. Bisschen hier und hier und ein bisschen auf die Nase. Versuche ich das mal einzuarbeiten, dass auch wirklich hier was bringt. Also hier verschmilzt das schon mal ganz gut mit meiner Haut. Und da ist es eigentlich schon weg, ne? Also abdecken tut das jetzt nicht, aber ist ja auch kein Concealer, sondern ja eigentlich ja ein Highlighter. Aber wesentlich heller macht es das Ganze hier im Moment noch nicht. Also ich mache den jetzt auch nochmal hier unten drauf. Vielleicht muss ich einfach mehr nehmen, weil hier möchte ich ja die Kontur haben. Und verblende das jetzt hier nochmal. Ja, also wie gesagt, ich stelle hier auch in meinem Spiegel fest, dass es das jetzt nicht wirklich so aufhält. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so gewollt. Ja, und dann starte ich mal jetzt hier mit der dunkleren Farbe und dann gucken wir mal. Also ich gucke nochmal hier, wo ist meine Kontur? Also mein Knochen endet hier unten. Und damit ich das hier so ein bisschen verschatten kann, werde ich das auch nur hier bis zum äußeren Ende des Auges auftragen. Also nur hier. Also wie gesagt, die Konsistenz von dem Produkt hier ist eher wie ein Lip-Lack. Nicht wie ein Cremeprodukt oder so. Oh, okay. Auch hier oben mal so ein bisschen. Und hier an meine Hamsterbacke. Und da würde ich jetzt auch mal anfangen, um das auszuprobieren. Aber ja, hier lässt es sich ganz gut verblenden. Und dann hier an der Stirn. Ja, jetzt gucken wir mal, wie ich das hier verteilen kann. Also nicht nach unten ziehen, sondern nach oben. Es sieht auch jetzt noch ziemlich krass aus. Ich hoffe, ich kriege das hier einigermaßen verblendet, ohne dass es jetzt hier zu extrem aussieht. Ja, schon extrem, ne? Hätte ich vielleicht doch nicht so viel nehmen sollen. Ich nehme jetzt mal meinen Foundation-Pinsel und versuche das hier nochmal so ein bisschen auszublenden. Denn ich möchte ja auch nur hier in dem Bereich den Schatten haben, um mein Gesicht etwas schmaler wirken zu lassen. Und ja, mit dem Foundation-Pinsel lässt es sich dann ganz gut verblenden, ne? Den Rest mache ich nochmal hier hin. Habe ich wahrscheinlich hier ein bisschen zu viel hingezogen, aber das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir nämlich hier nochmal das hellere. Dann mache ich hier nochmal einen Ticken hin. Und hier, dann gucke ich nochmal, um hier so eine Kante hinzumachen ein bisschen. Also so als Highlight-Produkt kann ich das Helle davon jetzt nicht so erkennen. Und ich finde, es fügt sich dann ganz harmonisch hier ein. Also es ist jetzt auch kein Glitzer in diesem Highlighter. Aber ich finde jetzt hier so, hat sich das ganz gut gemacht. Ich kann ja nochmal einen Stupfen mehr nehmen. Vielleicht kann man das dann besser sehen. Also ich würde es dann lieber hier so ein bisschen punktuell machen. Jetzt nehmen wir nochmal den Luvia-Pinsel. Ja, es macht eine ganz schöne Kontur, oder? Was sagt ihr? Es ist tatsächlich hier so ein Schatten, ne? Hier ist ja noch nichts drauf. Hier sieht alles noch sehr rund aus. Da muss man sicherlich noch mal ein bisschen ausprobieren, so. Aber im ersten Moment finde ich es gar nicht schlecht. Ich mache das auf der anderen Seite jetzt auch mal. Fange ich wieder mit dem Hellen an. Also, wie gesagt, das ist kein Concealer, sondern der hält es ein ganz bisschen auf. Aber nicht zu viel. Concealer müsste man dann wahrscheinlich noch extra auftragen. Jetzt kommt wieder das Dunkle. Also es ist ein bisschen nervig, das immer so hin und her zu machen. Ja, hier ist mein Knochen zu Ende. Ah, ist schon krass, ne? Die Farbe so an sich. Aber man hat doch
ein bisschen Zeit, das Ganze zu verarbeiten. So, nochmal den Luvia-Konturpinsel, weil der arbeitet eigentlich ganz schön. Nämlich da, wo ich eigentlich das Produkt verteilen möchte. Bin ich ein bisschen zu doll in den Haarkranz gegangen. Hier oben ist jetzt ein bisschen zu viel, aber das kann ich ja gleich noch korrigieren. Und jetzt hier. Bin ja jetzt auch nicht so die Konturmeisterin. Ich habe da auch so meine Probleme mit. Sieht bei anderen immer so toll aus, aber wenn man das selber nachmachen will, ist das immer nicht so einfach. Aber ich finde auch hier fügt sich das schön ineinander. Ich werde jetzt noch mal ein Pünktchen da drauf geben, weil ich habe hier ein bisschen mehr. Aber es lässt sich gut auftragen und die Farbe, die macht einen schönen Schatten. Also muss ich sagen, ist schön aschig, natürlich. Auch hier unten drunter gebe ich noch den Rest. Dann verblende ich das noch mal ein bisschen hier. Aber ich finde, das sieht ganz schön aus. Noch mal den hellen. Ah, jetzt sieht man auch, dass hier so ein leichter Unterschied kommt. Ja, dann fügt sich das wunderbar ineinander ein und sieht gar nicht mehr so plakativ aus. Und wie findet ihr das Ergebnis? Ich finde, macht das Gesicht schon schmaler. Da habe ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr. Dann gebe ich hier nochmal 2 Punkte hin. Schönes Ergebnis, oder? Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Finde ich nett. So, jetzt nochmal ein bisschen an der Nase. Da gebe ich mir ja eigentlich immer nur hier so einen Dot hin. Ich mache da gar nicht so den Nasenrücken schmal, weil ich finde, das sieht immer zu unnatürlich aus und der Schatten, der bildet sich da. Also ich mache hier 3 Pünktchen an mein Näschen, denn ich möchte nur, dass die Nase hier unten so ein bisschen verschmälert wird, weil die bei mir hier unten so breit ist. Und auch da, nice. Neues Wort. Nee, es gefällt mir gut. Also muss ich sagen, jetzt so fürs erste Mal ausprobieren. Mache ich hier nochmal ein bisschen heller und hier gebe ich auch nochmal einen Punkt hin. Normalerweise sind solche Cremeprodukte immer ein bisschen schwierig anzuwenden, finde ich. Ich hatte von NYX auch schon mal diesen Wonder Stick. Das ist ja dieser Cremestift zum Konturieren. Aber da habe ich gemerkt, das ist mir zu wachsig und das hat sich nicht gut verblenden lassen. Das wurde fleckig. Den hatte ich auch in Taupe, aber das kann ich jetzt hier bei dem gar nicht so feststellen. Also wenn ich jetzt hier so geradeaus gucke und euch ein bisschen ranhole, dann finde ich, macht das auch hier bei mir im Spiegel ein ganz natürlich konturiertes Ergebnis. Und ihr habt das Gefühl, mein Gesicht sieht ein bisschen schmaler aus, oder? Ich bin begeistert. Mir gefällt das Ergebnis. Also muss ich sagen, war doch gut, dass ich mir den gekauft habe. Und da sind drin, ich kann es nochmal sagen, ist in dem Highlighter 5,3 Milliliter und in dem Konturprodukt sind auch 5,3 Milliliter und das Ganze ist 6 Monate haltbar laut Hersteller. Gut, wenn man das jetzt jeden Tag benutzt, dann ist es wahrscheinlich schneller alle. Was ich nicht so toll finde, ist wieder mal diese Riesenverpackung. Da könnte man diesen Stift eigentlich auch einzeln verkaufen und braucht hier nicht noch so eine Papppackung. Gut, da ist noch so eine Erklärung drauf, wie mache ich was. Aber das ist ja auch von Gesicht zu Gesicht unterschiedlich. Und ich konturiere mein Gesicht so. Also ich nehme jetzt nochmal hier den NYX HD Blush in Taupe. Das ist ja auch ein tolles Konturierprodukt. Den habe ich jetzt auch schon echt länger, weil ich den wirklich oft benutze. Und dann nehme ich jetzt nochmal einen Pinsel hier von Nude by Nature. Den finde ich eigentlich ganz toll, weil der so schön festgebunden ist. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Der ist so leicht oval. Und das ist die Nummer 04 und das ist die Contour Brush. Und jetzt dippe ich hier auch nochmal. Da muss man echt vorsichtig sein, weil das sehr ergiebig ist. Und dann werde ich die hier nochmal so ein bisschen verstärken. Und noch mal ein bisschen ausblenden damit. Dann fügt sich das, glaube ich, alles noch ein bisschen weicher ineinander. Und der hat eigentlich hier so genau die Breite der Pinsel, wie ich ihn gerne dafür haben möchte. Jo. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Muss ich sagen, es gefällt mir gut. Ja, nochmal ein bisschen unters Doppelkinnchen. Ja, und dann würde ich das Ganze jetzt mal abpudern. Dann nehme ich natürlich mein Lieblingsprodukt hier von Biotolin, den Hyaluronpuder, den ich jetzt wirklich jeden Tag benutze, seitdem ich ihn habe. Und ich liebe diesen Puder. Der Duft ist toll. Also, das war wirklich ein guter Kauf. Und dann gehe ich mit der Quaste und puder mir hier einmal übers Auge. Hier nochmal hin, also ich stupfe den Puder wirklich nur so auf. Er macht ein tolles Hautbild hinterher, muss ich sagen. So, was darf natürlich jetzt auch nicht fehlen? Erstmal nochmal so ein ganz klein bisschen Highlight und ich will das aber nicht zu doll machen. Und ihr wisst ja, ich hatte mir hier diesen Butter Bronzer Blush von Physikians Formula geholt und den benutze ich jetzt wirklich, wenn ich ein Highlight setzen will. Was nicht so extrem ist. Also dafür benutze ich den und oh, der riecht auch wieder nach Urlaub. Und dann gehe ich hier mit so einem fluffigen Pinsel von Ebelin rein. Das ist so ein Bronzer-Puderpinsel, glaube ich. Steht keine Nummer drauf, aber ich glaube, ihr kennt diesen Pinsel. Und dann gebe ich mir das hier nochmal hier oben noch ein bisschen drüber, damit ich jetzt den Blush auftragen kann. Und da habe ich mir den ausgesucht von der Judith Williams. Den mag ich nämlich total gerne. Das ist ein Creme-Blush. Und der sieht so aus. Das ist dieser Korallton. Ich finde, der passt auch gut jetzt hier zu dem Oberteilchen. Und dann gehe ich auch noch mal mit der Foundation Brush rein. Also nehme ein bisschen was auf. Und das kann ich mir so ganz leicht und zart nur hier drauf tupfen, damit es ein bisschen frischer wird. Also ihr seht, ich habe jetzt auch keinen anderen Bronzer oder so benutzt. Brauche ich nicht, weil mir das hiermit jetzt reicht. Und den tupfe ich wirklich nur so ganz leicht auf. Ihr seht das ja, dass ich da jetzt nicht drücke. Er lässt sich dann wunderbar verblenden und er macht einfach ein tolles Ergebnis. Also mit einmal reinstupfen kann ich beide Wangen machen. Und ratzifatzi ist die Frische im Gesicht. Nochmal hier ein bisschen auf die Nase. Und natürlich auch den Rest, den ich mir immer hier so ein bisschen auf die Stirn gebe, weil die ja auch rot wird. Ach, jetzt wird das Video von dem einen Produkt wieder so lang, meine Güte, wie die Zeit rennt dabei. So, da wäre mein Look jetzt im Prinzip erstmal fertig. Ich bin wirklich begeistert von dem Ergebnis. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich finde, ich sehe gut aus. Die Dame bei NYX in dem Laden wollte das auch an mir ausprobieren, aber da ich das Produkt dort nicht kaufen konnte, habe ich gedacht, nee, komm, ich guck jetzt mal selber und dann habe ich mir gedacht, nehme ich euch mit. Denn vielleicht habt ihr dieses Produkt auch schon mal entdeckt und habt euch aber noch nicht getraut, es auszuprobieren. Und ja, ich habe es euch jetzt gezeigt. Also guckt mal hier die Kontur, wie schön die rauskommt. Gar nicht künstlich, gar nicht balkig. Ich sehe so viele Mädels, die dieses Contouring machen. Sorry, aber bin letztens, muss ich euch noch schnell erzählen, die Story, letztens bei Sephora gewesen. Da hat ja jetzt auch ein Stand mit Tatprodukten aufgemacht und die Mädels waren natürlich total verrückt danach. Ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das wird es in einem anderen Video geben. Und da kam so ein junges Mädel und die hat natürlich diesen Shape Tape Concealer gesucht und ich guckte der so ins Gesicht und habe so gedacht, die war mit ihrer Mama da so, nee, Mädel, hast du das noch nicht richtig ausprobiert oder guckst du dir die Videos falsch an oder wird das einfach durch diese ja ganzen Instagram-Mädels so verfälscht? Also die hatte wirklich ungelogen richtige Balken im Gesicht mit Konturprodukt, mit Rouge und mit so einem fetten glitzernden Highlighter auf den Wangen, wo ich so gedacht habe, Mensch, Mädel, eigentlich bist du so hübsch, warum verunstaltest du dich so? Tat mir so leid, weil ich so gedacht habe, wenn man, klar, von 20 Meter Entfernung mag sein, dass das ganz toll aussieht, aber wenn man einem so aus einem 50 cm Abstand ins Gesicht guckt, man hat dann diese fetten Balken. Ja, am liebsten hätte ich hier irgendwas gesagt, aber habe gedacht, komm, jeder macht es so, wie er will, aber habe so gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und deswegen, ich versuche das immer so zu verblenden, dass es auch wirklich aussieht wie Haut und nicht wie Balken. Also bei der hat das wirklich so ausgesehen, wie ich gerade hier dieses Konturprodukt aufgetragen habe. Also so richtig balkig, 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 egal. Ich rede mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen, ne? Aber das, ja, weiß ich nicht. Das tat mir so leid für das Mädel, weil sie eigentlich so hübsch war und sich so verunstaltet hat. Wollte ich mir nur noch kurz von der Seele reden. Tut mir leid. Aber ihr seht ja, es sieht relativ natürlich aus. Na klar, es ist nur mal Make-up und Make-up soll eigentlich das aus einem rausholen,
was man hat. Ich muss noch mal ganz kurz dazu sagen, ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich hier so einen ganz klitzekleinen Freund sitzen habe. Und diesen kleinen Freund habe ich auch schon seit meiner Kindheit. Das ist nämlich ein Muttermal. Aber in diesem Muttermal, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wachsen kleine Härchen, die ich immer auszupfe. Und manchmal passiert das nun mal, dass ich dieses kleine Muttermal, was ich hier habe, was keine Warze ist, dann auch mit diesen kleinen Härchen entzündet. Und deswegen war das im letzten Video so dick. Nur für die Dame, die mir einen so netten Kommentar darüber geschrieben hat, über mein kleines Muttermal. Aber dieses Muttermal gehört zu mir und es wird auch da bleiben. Ich möchte keine Narbe haben. Da zupfe ich mir lieber die drei Hexenhaare daraus, die da drin sind. So. Das Wort zum Sonntag passt ja zum Video. Also, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dieses Produkt auch. Also, mir gefällt das. Ich würde das auf jeden Fall in der Farbe wieder kaufen und ich hoffe, dass es auch in die Drogerien kommt und da, wo man überall Nyx-Produkte so kaufen kann, weil ich finde es schade, dass man die nur dort im Laden bekommt. Oder ich werde mal gucken, ob ich es euch nochmal verlinken kann in die Affiliate. Ich kann es wieder nicht aussprechen. Links, damit ihr es euch angucken könnt. Und wenn euch das Produkt interessiert, könnt ihr es natürlich kaufen, müsst ihr aber nicht. Aber wenn ihr das kauft, dann unterstützt ihr mich. Und wie gesagt, es ist freiwillig. Aber ich finde, man kann sich da immer gute Informationen über Produkte holen und muss da nicht lange im Netz rumsuchen. Deswegen verlinke ich die Produkte seit neuestem. Und ihr seid da auch schon fleißig und guckt euch die Sachen an. Für Mittwoch wird es zu diesem Look auch wieder ein Augen-Make-up geben. Ich werde das jetzt im Anschluss drehen und ja, seid gespannt, worum es da geht, um welche Farben. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Muttertag, denn das ist ja heute, ne? Aber ich habe mit Muttertag nichts am Hut, ich halte nichts davon. Und meine Mama hält es genauso. Also Muttertag gibt es bei uns nicht. Ich denke auch so öfters im Jahr an meine liebste Mami und meine Tochter denkt auch öfters im Jahr an mich. Und deswegen brauchen wir nicht so einen Tag. Ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich vergessen, dass heute Muttertag ist. Aber ich wünsche euch einen schönen Muttertag im Kreise vielleicht eurer Lieben, eurer Kleinen. Und wir sehen uns Mittwoch. Tschüss, eure Nicole.